Oh, die Kamera läuft schon. Spaß, hallo. Willkommen zurück. Weiter geht's mit unserem kleinen Supermarkt, der gewachsen ist, die letzten Folgen. Und ich hab. Schaut mal her, ich hab das Lager ziemlich gut erstmal aufgefüllt. Dass wir jetzt, was das angeht, nicht ganz so viel. Ja. Monotones Hin- und Hergerenne haben. Eine kleine Lieferung hatte ich jetzt noch. Könnt ihr da noch mal kurz mit dabei sein? Ja. Für alle, die neu sind. Ich hoffe, da kommen auch immer mal ein paar neue dazu. Und natürlich hoffe ich auch sehr, dass ein paar Leute immer mal wieder vorbeischauen. Ja, was ich in eigener Sache noch gerne sagen würde, ist... Klar, ich habe jetzt die ersten Videos gemacht und so weiter... Aber wenn ihr mal zufällig vorbeischaut, denkt immer daran. Auch wenn das hier nicht euer Spiel ist, ich werde in Zukunft auch viele verschiedene Genres spielen. Ich bin da nicht so auf eins festgelegt irgendwie. Ne? Ich spiele gerne auch mal Survival und auch Rollenspiele oder Souls-Spiele liebe ich auch extremst. Habe ich nur alle schon gespielt und ich glaube gerade jetzt ist das nicht unbedingt eine Möglichkeit, solche Spiele zu zocken, wenn man noch überhaupt keine Community hat und keine Sau sich... die Videos dann anschaut, dann muss ich schon gucken, dass ich irgendwie was Aktuelles erstmal spiele. Und ja, und dann kann man ja viel später immer noch schauen, wie sich das alles so entwickelt, ob sich das in die Richtung entwickelt, in die ich mir das wünsche. Und von daher sage ich es jetzt mal am Anfang und lasse es am Ende dafür weg. Da schaut dann ja ein Großteil schon nicht mehr zu. Also, wenn ihr hier seid und euch das einigermaßen gefällt, aber ich eben, wie gesagt, auch später andere Spiele hochlade, dann merkt euch das vor. Der Content wird erweitert. Ich werde mich weiter auch mit Sicherheit verbessern in gewissen Dingen. Sei es in der Sache des Schneidens oder wie ich gewisse Dinge ablaufen lasse und aufbaue. Da muss man ja in alles ein bisschen Übung bekommen. Ne? Erstmal das Reden. Auch da wird sich bestimmt noch ein bisschen was verändern. Wobei ich denke, dass ich das gar nicht so schlecht mache im Vergleich. So, wenn ich mir da manchmal andere angucke mit ihren ersten Videos. Also da bin ich zumindest nicht wirklich schlechter. Sagen wir es mal so, finde ich. Hab auch von den paar Leuten, die ich privat kenne und... Ja, mit denen man sich so unterhält halt, ne? Und das sind Leute, die würden mir nicht Honig ums Maul schmieren, um es mal auf gut Deutsch zu sagen. Die sagen auch, dass das für den Anfang ziemlich gut ist. Und das macht ja dann auch Spaß. Würde ich da jetzt von allen Seiten irgendwie nur Negatives hören... Wäre nicht so geil. Deswegen, wenn ihr mal da seid, gerne einen Daumen da lassen. Ne? Mit dem Daumen interagieren, kommentieren und abonnieren. Das wär's doch. Das wäre gut. Und dann sieht man sich in Zukunft vielleicht öfter. Wie gesagt, wenn ihr nicht auf Simulation steht, es bleibt nicht dabei. Also ich werde dann nicht einseitig nur Spiele hochladen. So, jetzt aber. Was haben wir heute vor? Am liebsten die letzte Erweiterung holen. Wir hatten ja hier auch schon mal ein Regal hingestellt, das übrigens ein bisschen zu weit in der Wand drin ist, wie ich gerade sehe. Besser. Da haben wir uns hier quasi die Mitte markiert, weil hier sollen dann, ich glaube, zwei oder... Ja, ich glaube, ich mache nur zwei. Zwei hier und dann nochmal auf der anderen Seite, spiegelverkehrt, auch nochmal zwei Regale in die Mitte. Dann hier werden wahrscheinlich drei hinpassen. Ja. Also das Lager wird sich komplett alles um 90 Grad drehen, dass es mehr so geht. Dann haben wir nämlich hier die lange Wand, die wir komplett mit einer Reihe Regale aufstellen können. Und dann werden wir da auch mal wirklich eine ganze Folge, denke ich. Da werde ich auch vorher die Regale schon mal kaufen. Noch ein paar Lichter. Weil es ist dunkel, wir brauchen auf jeden Fall mehr Licht. Also Lampen müssen definitiv einige dann noch her. Genau, und das ist das Ziel, dass wir mit dem Lager quasi dann... Was das angeht, schon mal einen Abschluss haben, dass wir hier ordentlich Platz haben, dass man so sagen kann, Lager abgehakt. Und ich werde das jetzt auch weiter so handhaben, dass ich dann vor den Folgen immer das Lager ganz gut auffülle. Ist zwar ein bisschen nervig für mich, weil da geht auch immer ganz schön viel Zeit drauf, aber ja, und Mods gibt es und ich bin da auch nicht abgeneigt, aber ich fände es besser... Wenn es vielleicht irgendwann Mod-Support bei Steam selbst gibt, also wenn das vielleicht noch kommen sollte. Ich habe da keine Ahnung. Ansonsten
Es kommt ja sowieso noch viel dazu in der nächsten Zeit, ist ja Early Access. Es sind ja auch dann ideale Spiele, die man dann irgendwann nochmal spielen kann. Vielleicht in einem Jahr, wenn dann extrem vieles schon dazugekommen ist und man mehr Möglichkeiten hat und vielleicht auch manches bisschen optimiert wurde. Dann mache ich vielleicht eine zweite Staffel. Kann schon ganz gut sein. Klar, warum nicht? Aber die erste Runde spiele ich eigentlich am liebsten erstmal ohne Mods und ich will dann auch ein bisschen denen die Chance geben, selber zu gucken, was man verbessern kann. Also, dass man nur 10 Bestellungen aufgeben kann, ist definitiv nicht gut. Dass die zwei Kerlchen, die wir hier im Moment zum Auffüllen haben, das wäre für mich so das Wichtigste, dass die einfach die Sachen ins Lager bringen. Ja. Klar müsste man, und dann müsste man vielleicht die Möglichkeit haben, vorab zu definieren, was wo reinkommt. Klar, man könnte dann einen Karton immer einfach mal kurz reinstellen, geht auch. Und ich weiß, es gibt einen Scanner, wie gesagt, Mods. Vielleicht in Zukunft mal. Ich werde es jetzt aber so zu Ende spielen und dann schauen wir mal weiter. Genau, so, also, das mit dem Lager. Wir brauchen dafür aber fast 3000, das wird heute nicht reichen, bei weitem nicht. Aber... Also es kommen jetzt auch mehr Kunden, also logisch. Ich habe ja aber auch gesagt, mir geht es nicht nur um den schnellen Profit. Für euch ändert sich dahingehend dann auch eh nicht viel, weil ich, wenn ich dann mal halt ein bisschen in Anführungszeichen grinde, schneide ich das ja raus in den meisten Fällen. Ne? Ab und zu mal so ein bisschen auffüllen mit. Also da könnt ihr dann einmal mit dabei sein, aber ich habe jetzt wieder, ich glaube 2 Ingame-Tage habe ich hier das Lager gefüllt. Und da geht natürlich dann immer erstmal auch Geld drauf, dadurch, dass wir jetzt Butter, Joghurt, Milch. Dann hatten wir Eier noch. Die Öle waren noch relativ neu. Genau. Ja. Man könnte jetzt auch schon wieder bestellen. Wir werden das auch einmal noch müssen. Weiß ich nur nicht, ob ich da vielleicht auch nochmal einen Schnitt setze. Oder mal wieder einen. Schauen wir mal eben, wie viel Geld wir gleich am Ende haben. Ich glaube, ich habe vergessen, habe ich... Ne, bevor ich euch jetzt mit dazu genommen habe, hatte ich die Preise alle angepasst und kontrolliert. Das zum Beispiel würde ich, glaube ich, auch immer vorher machen, weil das ist... Ist nicht wirklich spannend. Also, klar, wenn ich da immer richtig drauf achte und das genau zuordnen kann, dann braucht man ja nicht alle Waren kontrollieren. Beziehungsweise kann man ja auch anhand des der Einkaufspreise eigentlich sehen, was sich verändert hat. Aber irgendwie ist es trotzdem manchmal komisch. Auf einmal sind trotzdem ein paar Leute irgendwie mit den Preisen unzufrieden. Ich weiß nicht genau, woran das liegt, aber ist jetzt auch nicht so wild. So, während die letzten da kassieren, würde ich sagen, Butter brauchen wir nicht. Aber wir bestellen jetzt... Wir packen es schon mal rein zumindest. Ne? Ob wir es denn jetzt auch einräumen, weiß ich noch nicht. Oder ob ich euch da quasi außen vor lasse, dass ihr euch das nicht antun müsst. Diese Küchlein da, die laufen auch ganz gut, habe ich schon festgestellt. Da ist, es sind aber auch noch einige da. Es ist jetzt auch nicht so. So Toast. Ja. Es muss ja nicht immer randvoll sein. Kaufe ich jetzt auch nur eine Kiste. So Salz. Oh, Salz geht aber auch krass weg. Dann nehmen wir aber auch nur eins. Ja, das war, glaube ich, hier unten. Nee, doch. Hier. So. Das reicht noch. Süßigkeiten brauchen wir leider, aber ansonsten die Öle. Ja, Eier müssen wir halt noch auf jeden Fall. Eier gehen auch gut. Und sind ziemlich teuer. So, ich glaube, das andere reicht für den nächsten Tag auch noch. Ja, keine Ahnung. Schauen wir mal. Also jetzt war nichts zu teuer. Keine Ahnung. Mal, so jetzt Müsli, Soda, Kaffee. Müsli, Soda, Kaffee. Hier haben wir schon mal das Müsli. Müsli. Aber ich glaube, das war das andere Soda. Ja. Die wir da noch nicht im Sortiment haben. Kaffee.
Ja, wenn ich das alles mitbekomme. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob sich auch wirklich niemand beschwert. So, wir bestellen. Aber es geht jetzt doch schon schneller. Ich glaube. Oh, der Kaffee ist gerade günstig. Ist halt teuer, trotz allem. Für uns jetzt im Einkauf. Ich werde es auch jetzt nicht sofort bestellen, sondern erst gegen Abend, wenn. Ich schaue jetzt noch einmal hier. Toastbrot müssen wir noch eins nehmen. Ja, es ist halt, das gehört halt zum Spiel dazu. Ich kann es halt auch nicht immer alles vorab machen, weil das schaffe ich ja zeitlich auch alles dann gar nicht. Von jeder Sorte nochmal einmal hier Getränke. Vielleicht ist es auch für manche ein bisschen wie entspannt. Keine Ahnung, so einfach zuzugucken, wie jemand so ganz monoton immer dasselbe macht. Keine Ahnung, da ist ja auch jeder anders. Immer noch einmal den Saft. Naja, dann soll das reichen. Ich komme gerade eigentlich nicht auf das Wort, was ich gesucht habe. Weil noch ist es auch definitiv was anderes, hier so zu reden, als wenn ich privat mich mit jemandem unterhalte. Also ich möchte ja auch schon authentisch sein. Ich bin niemand, der sich gerne verstellt, bin ich ganz ehrlich. Also eine Rolle spielen an sich, das werdet ihr bei mir nicht erleben. Klar, so ein bisschen vielleicht mal witzig sein, so, aber das bin ich halt auch in der Realität, ne? Also von daher. Ja, keine Ahnung, was ich hier gerade laber. Laden können wir aber aufmachen. Die haben ja mehr oder weniger alles aufgefüllt, denke ich mal. Aber wir haben noch 1500, also es läuft, es läuft. Was wir auch noch machen müssen, damit wir dann irgendwann überhaupt den dritten Kassierer einstellen können. Ich muss dann noch eine dritte Kasse kaufen. Und ein bisschen kassieren. Das können wir eigentlich. Was kostet so eine Kasse? Ist, glaube ich, nicht ganz so teuer, ne? Sollen wir das noch mit einschieben? Dass mal wieder sowas mit drin ist. Kann man machen, ne? Ich glaube, auf die 300, 400 Dollar kommt es jetzt auch nicht an. Ja. Ich habe auch schon ausprobiert, wenn man die Kisten erstmal alle von hier dort über diesen Zaun wirft, ob das irgendwie was zeitlich bringt. Ich weiß es nicht, ich glaube nicht wirklich. Es ist aber irgendwie ein bisschen entspannter, weil man nicht hier um diesen Zaun immer rumlaufen muss. Keine Ahnung. Weil ich dort auch so oft hängen bleibe, weil der dort an dem Blumentopf oder was? Nee, ja, von der anderen Seite ist es. Nee, es ist einfach der Zaun selbst. Nee, zack, hier ist das. Ja, und dann sollte das auch jetzt reichen. Nee, was mache ich denn? Mit den Waren, also wir bestellen jetzt nichts mehr. Ich habe das noch nicht wieder 100% drin. Am besten kriege ich mir das jetzt auch nicht ein, weil sobald das Lager ja komplett ist, kommt da ja eh alles woanders hin quasi. Beziehungsweise, oh, hier habe ich sogar noch einen Orangensaft. Beziehungsweise stehen die Regale dann wieder woanders. So ein bisschen von der Sortierung bleibt ja einiges, ne? Also hier Kuchen und Toast werde ich wahrscheinlich erstmal so lassen. Die Öle auf jeden Fall. Hier Erdnussbutter und Süßigkeiten. Das kann man eigentlich alles so lassen. Und hier so ein bisschen Reinigungszeug. Da müssen wir da mal schauen. Da kommen ja dann auch noch mehr Produkte. Und deswegen, wenn man dann immer noch ein bisschen Luft hat in den Regalen, ist mir tausendmal lieber zum Beispiel... Wie hier. Hier haben wir immer noch... Jetzt... Ja, ich hab's verstanden. Ja. Dann tu's dahin. Ich möchte das nicht. So. Hier haben wir ja auch noch eins frei. Zum Beispiel für... Die dritte Sorte von Sodas. Ne? So. So. Was kostet jetzt so eine Kasse? Ja. Doch 500. Muss ich jetzt sowieso kurz überlegen. Ich will nicht die falsche kaufen. Scheiße, warte mal.
Die Ursprungskasse war doch die hier, ne? Ja, die stand hier so gedreht nach da 45 Grad, ne? Ja. Also wäre es die normale, weil danach habe ich die gespiegelte gekauft. Ich kann das hier auf dem Bild nicht wirklich erkennen, wenn ich ehrlich bin. Ja doch, das ist die. Genau. Ja. Komm, wir kaufen die. Hauptsache es passiert ein bisschen was, ne? Und wenn nicht, dann werde ich hier nach diesem Tag oder so... Dass die hier reinpasst, ist auch krass. Da werde ich da einfach einen Schnitt setzen, ne? So, die würde ich nämlich dann erstmal hier so hinstellen. Da bleibt die nicht. Die würde dann später hier stehen. Irgendwann mal. So habe ich mir das vorgestellt. So ist der Plan. Weiß ich nicht, die können wir eigentlich, aber... Ah ne, da ist ja vom Eingang. Ich stell sie trotzdem so nah wie möglich. So. Können wir ja noch ein bisschen mit abkassieren. Damit wir da auch ein paar Punkte sammeln. Wobei, dann schließen wir die hier einfach mal. Zack. Kommt her. Nee? Soll ich beide schließen? Ich könnte jetzt vorübergehend einen feuern, aber ich muss ja dann diese... Das ist ja auch Quatsch, nee. Dann die Einstellungsgebühr wieder zahlen. Oh, haben sie mich aber gestört beim Kaffee trinken. Entschuldigung. Und, wie geht's? Bei dem schönen Wetter, alles toll, alles supi. Es ist echt warm geworden, ne? Ja, ich hab's auch gemerkt, also... Ist eine Umgewöhnung, auf einmal 28 Grad draußen. Schönen guten Abend. Haben Sie es nicht noch größer? Hm? Ah, alles gut. Schönen guten Abend. Einen Augenblick, komme ich hier dran? Nein, natürlich nicht. So. Zack. 61,05. 16,34. Oh, niedlich. Kaufst du nur Joghurt? Passend nehmen wir immer gern. Auf Wiedersehen. Guten Abend, der Herr. Super. Passend. So wollen wir das. Boah, gleich nochmal. Ein Traum. Es gibt ja sogar eine Mod hier für den Lichtschalter, habe ich gesehen. Ja, aber das zum Beispiel... Ja, keine Ahnung. Das juckt mich jetzt nicht, ob ich da abends... Das ist dann irgendwann auch eine Art Routine. Ich finde, ein bisschen was sollte man ja auch tun, damit sich das auch alles so ein bisschen nach Arbeit schon auch ein Stück weit anfühlt. Dann ist es auch mehr belohnt am Ende. Aber wenn ich quasi alles mehr oder weniger nur machen lasse, weiß ich nicht. Ja, es ist ein schmaler Grat teilweise, aber... Also zwischen, es ist nur Stress und du musst zu viel machen. Aber ich glaube auch, dass viele das zu leicht haben wollen. 1, 21. Was haben wir hier Schönes? Das sind diese Küchlein. Oder der Kuchen, was auch immer. Ich weiß bis heute nicht, was da wirklich drin ist. Ob es kleine Scheibchen sind, geschnitten oder was auch immer. Oh. Willst du heute in Seife baden? Schönen guten Abend. Schönen Abend noch. So, jetzt will ich das nämlich wissen, ob das pro Produkt zählt oder pro Kunde. Aber es muss eigentlich pro Produkt sein. Ja, Moment. Hier. Einstellen. Wow, zählt doch pro Kunde. Dann habe ich schon so viele Kunden abkassiert. Echt? Heftig. Ja, das kann dann aber trotzdem noch dauern, bis ich mal auf die 900 komme. Da habe ich ja gar keinen Bock drauf. So, ja, das war der letzte.
Na, sieht doch gut aus. Kriegen wir doch jetzt am nächsten Tag die letzte Erweiterung. Das kriegen wir hin. Viel bestellen müssen wir gar nicht. Machen wir ein bisschen so, dass wir mehr oder weniger nur das Nötigste bestellen. Beziehungsweise... Wisst ihr was? Ihr seid nicht die Schnellsten. Das weiß ich ja mittlerweile. Milch habt ihr zum Beispiel... Oh, da ist ja noch ein Kunde. Wo hast denn du dich versteckt? Ich hab dich ja gar nicht gesehen. Ja? Ach, erstmal einscannen, ne? Oder hast du aber nochmal richtig zugeschlagen hier zum Ladenschluss? So. 20, 50, 60, 70, 3, 4. So, jetzt aber. Ja, danke. Schönen Feierabend. Das ist nett von Ihnen, dass Sie mir den wünschen. So. Ist die... Jetzt haben die zweimal die Milch genommen. Darf ich? Da waren wieder zwei fast leere Kartons. Ja, die nehmen irgendwie auch immer verschiedene, ne? Kleinen Scheißer, ey. So, haben wir hierfür noch Platz mittlerweile? Nicht? Was? Warte. Hau mal weg. Aha. So, dass da auch... Das Problem ist, dadurch, dass die irgendwie echt immer verschiedene nehmen, täuscht es eben auch manchmal. Du müsstest eigentlich immer auf die Zahlen achten und ungefähr im Kopf haben. Ja, also hier wäre es ja noch relativ einfach, weil es nur zwei sind. Hier weißt du jetzt, oder bei dem ist es ja logisch, wenn nur ein Karton steht, sind es halt nur zwei. Aber man weiß halt, dass es 12 sind. Würde jetzt hier 14 stehen bei zwei Kartons, dann weißt du auch, dass entweder beide nur noch halb voll sind oder einer ist fast leer oder so, ne? Aber bei sowas, wie soll ich das wissen? Das musst du dann halt ausprobieren. So, beenden wir den Tag. Nichts ist zu teuer. Das ist schön. Milch und Geschirrspüler haben wir nicht. Schauen wir mal kurz nach der Milch. Das ist die andere Milch. Oder was? Hab ich? Ach, das ist hier dieser Sechserpack, ne? Glaube ich. Schauen wir mal einmal nach. So viel Zeit muss sein. Produkte. So. Ja, der Preis hat sich geändert. So. Ich würde sagen, wir gucken jetzt einmal durch. Wir stellen nur so das Nötigste. Das heißt, einmal jedes Müsli. Zack. Wie viel sind das hier noch? Dann davon eins, davon zwei. Ja, jetzt habe ich gerade vergessen, wie rum das war. Das war, glaube ich, genau falsch rum. Schauen wir nochmal. Ja, ja, es war genau falsch rum. Ist ja eigentlich jetzt auch egal. Es soll ja nicht auf einen hier ankommen. Vor allem weiß ich jetzt nicht, welche... Ach, komm. Ist egal. So. Boah, Salz ist... Gefragter Artikel. Sollte man gar nicht glauben, dass die Leute so viel Salz brauchen. So. Öl würden wir, würde ich sagen, kaufen wir bloß von dem hier noch. Warte mal, das war ganz oben. Ich will jetzt echt nur ein bisschen kaufen, nicht so viel. Aber die Kack-Süßigkeiten sind ja alle weg. Krass. Das ist heftig. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Weil da waren eigentlich relativ viele. Ach man. Da müssen wir ja davon leider doch nochmal was kaufen. So. Dann noch ein Wasser, einen Apfel. Ne, lassen wir weg. Wir nehmen nur hier. Ne, wir lassen das ganz. Das war's. Wir machen jetzt auf. Komm. Ist die jetzt wieder offen? Ne. Gut, ich will nämlich zwischendrin trotzdem noch ein bisschen abkassieren. Dann ist es ja auch nicht ganz so langweilig, ne? Sollen wir das auffüllen? Komm. Bis die ersten Kunden kommen. Das hat was wirklich Meditierendes. Das wollte ich, glaube ich, vorhin sagen. So ein bisschen auffüllen ist irgendwie cooler, als nur ins Regal zu räumen. Aber jetzt will ich mal wissen, ob die Schokolade voll ist. Ja, nee, anscheinend doch nicht. Dann wurde es Zeit. Weil jetzt läuft er nämlich los. Okay. Dann mach das mal.
Ja, und wenn du halt nicht kassieren musst und sonst auch nichts weiter im Laden machen musst, wenn du jetzt für die, also wenn ich jetzt alleine spielen würde, ich würde halt hauptsächlich den ganzen Tag nur hier das machen, ne? Nichts anderes. Weil dann kommst du auch locker hinterher, dann brauchst du das auch noch nicht mal schnell machen. Aber mir wäre das halt auf Dauer echt zu langweilig. Deswegen muss ich mich auch selber ein bisschen abwechseln. Ich komme sofort. Augenblick noch. Sie wollen ja auch beim nächsten Mal Waren haben. Dann müssen Sie mich die auch kaufen und einräumen lassen. So. So. Schönen guten Tag. So, 40,52 €. Oh, gleich zwei Pizzen. Hat einer Hunger? Was? Ist genau derselbe Preis nochmal, oder? Guten Morgen. 15, 16, 17, 18, 50, 80, 82. Wiedersehen. Guten Tag. Wiedersehen. So, und wenn wir hier keinen Bock haben, schließen wir die Kasse einfach und machen die da hinten wieder auf. Aber dass ich so zwischendrin so ein bisschen die Punkte sammle, weil irgendwann brauche ich ja definitiv einen dritten Kassierer, ne? Aber kann sein, dass ich da auch dann mal vielleicht zwischendrin das mache, weil... Es muss ja Fortschritt geben, wie gesagt. Wir gucken noch einmal jetzt. Es ist tatsächlich pro Kunde 1, aber das hat sich nicht so viel angefühlt, dass ich schon so oft Kunden abkassiert hätte, ehrlich gesagt. Naja, wenn man immer ab und zu mal ein paar macht, das summiert sich ja dann auch, ne? Jeden Tag 10, 20 Stück reicht ja auch. Dann hast du es ja trotzdem relativ schnell. So, das waren jetzt, glaube ich, auch schon 6. 5, 6, 7, 7. Irgendwie so, ich habe nicht mitgezählt. Dann machst du das halt jeden Tag. Dann bist du in 30, 40 Tagen auch fertig. Oh, keine Ahnung. Muss man auch manchmal alles ein bisschen gelassen und entspannt sehen. So. Wir schauen nochmal. Sieht noch alles gut aus. Das Geld fürs Lager haben wir bald. Dann lassen wir den Laden nämlich natürlich auch zu, wenn wir das machen. Ich werde dann aber natürlich auch sparen noch ein bisschen obendrauf, dass wir... Na. So, auf Wiedersehen. Dass wir da hinten auch Regale gleich noch kaufen und hinstellen können. So, wie spät haben wir es? 3 Uhr. Könnte noch klappen heute. Ja, was ihr alles nicht finden könnt, es juckt mich halt nicht, ne? Ja, ding, ding. Bin gleich da. Stellt sich da noch jemand an, damit sich das lohnt? Wegen einer abzukassieren. Das lohnt sich ja gar nicht. Oder kostest du mich jetzt kein Geld, wenn ich die geschlossen habe? Weiß ich gar nicht. Hm. Na gut, was haben wir? Dreimal Salz. Wer macht denn sowas? Ich suche immer das Euro-Stück. Keine Ahnung warum. Also doch. Aber ich weiß es doch mittlerweile, dass es Dollar sind und dass es hier keine 1-Euro-Stücken gibt. Komm, wir machen jetzt mal eine kleine Herausforderung. Wir schließen jetzt die Kasse. Ihr müsst jetzt alle hier hinkommen. 1, 2, 3, 10, 11, 12. Wiedersehen. Vielen Dank. Wiedersehen. 1, 2, 3, 13, 50. Ja, manchmal ist es irgendwie doch besser, das so zu machen. Ach. So. Einen Moment. So. 25. 81. So. Bitteschön. Die kaufen aber auch. Aber ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut.
Ich sag ja, das schaffen wir noch locker. 21. 57. Hier, ja. 3 mal T. Heftig. Haben wir aber auch noch gut, ne? Ja. So. Ja. Dankeschön. So. Oh, was war das denn? 47. Yo, er isst halt von morgens bis abends nur Müsli. Ja, sieht man aber auch. Das tut mir leid, das kann ich nicht anders sagen. Entschuldigung, ich war so abgelenkt. So. So, Müsli und Kuchen ist auch der Wahnsinn, ne? Ist auch zweimal Salze. Ist das ein Jahresvorrat bei manchen so? Keine, also die hatten eben 3 gekauft. Wie oft kauft man Salz, ey? Keine Ahnung. Alle paar Monate, würde ich sagen, oder? Naja gut, das schwankt natürlich sehr stark. Wie sehr man sein Essen halt auch salzt. Ja, logischerweise. Oh, 3000. Sehr schön. Komm, wir müssen noch ein Regal jetzt zusammenbekommen. Ansonsten nehme ich nochmal zwischendurch einfach einen Kredit auf. Egal. So. Naja, 428. Und das mit Karte. Ey, was soll das? 50, 70, 80, 81, 83, 50, 60, 70, 72. So. 6, 92. Oh Gott. Es hört nicht mehr auf. Wir haben eigentlich schon lange geschlossen. Auch mit dem Licht. Ich weiß es nicht, ob ich mich da mal echt alleine hinsetze und... Obwohl hier eigentlich relativ viele Lampen sind, aber es ist von der Beleuchtung nicht gut. Komm, wir machen das jetzt. Wir ziehen das jetzt durch. So. Man hat das eben... keine Ahnung, was da eben los war. 37, 26. Nächste. Tüten Pommes. 33 08. Ey, jetzt reicht's dann aber langsam. Dann muss ich ja sonst wieder zu viel bestellen. Schluss. Aber 86, ey, für die Pack Sachen hier, ich würde nie wieder einkaufen gehen, ohne Witz. Ich würde anfangen, mir alles selber anzubauen. Ab in den Wald, ey. So. Haben wir's. Oh je, mir graut. Soll ich mal gucken? Na, Shampoo ist alle. Aber, das würde ich jetzt sowieso nicht mehr machen. Ja, wir schließen den Tag jetzt eben ab. Ach Quatsch. So. Keiner unzufrieden. Richtig gutes Geld gemacht. Spaghetti haben wir nicht. Milchsäcke haben wir auch nicht. Bruder, haben wir alles nicht. So, und jetzt, haben wir es doch geschafft. Lager. Zack. Ja. Cool. Ich habe ja gesagt, dann holen wir uns einfach kurzzeitig noch einen Kredit. Ist egal. Kaufen wir jetzt noch wenigstens 1, 2, 4 Regale, würde ich sagen. Mehr nicht. Was mache ich denn hier? Gibt es da keinen Mengenrabatt oder so? Oh, guck mal, das passt sogar genau. Ach nee, oh, warte mal. Wie viel kostet das jetzt? Haben wir bloß noch 200 übrig. Ja. Haben wir bloß 3 Regale erstmal. Das muss leider erstmal reichen. Ja, die Kasse halt hat auch Geld gekostet, ne?
Apropos Kasse, das vergesse ich sonst. Und wundere mich, warum der Kollege nichts macht, ne? Sollen wir das noch eben einräumen? Komm. Süßigkeiten sind auch krass. Aber ich bin auch, also meine Entscheidung ist richtig gewesen, manche Sachen rauszunehmen. Weil das ist echt, dann wird es wirklich so stressig, dass es keinen Spaß mehr macht. Hätte ich jetzt noch das Toilettenpapier und vielleicht noch so ein, zwei Produkte, wo nur ja, 4 Stück pro Packung drin sind. Nee, nee, einfach nee. So, komm, wir bauen das mal eben auf. Das soll ja hier spiegelverkehrt daran. Aber jetzt auch ordentlich, weil das bleibt für immer, ne? Jetzt ist der Perfektionismus auch erlaubt ein bisschen. So. Ist noch eben hier. Nein, das hätte ich gerne, ja. Jetzt haben wir ja nicht noch 400, aber die brauche ich auch. Oh Gott. Nicht lustig. Komm. Für Bestellung, sonst gehen uns echt die Waren aus. Das muss ja nicht sein. Ach so, nee, jetzt machen wir es erstmal so. Denke ich. So, warte mal, ich will das ja nicht, dann verschwindet das wieder so ein bisschen in der Wand. Das muss ja nicht sein. So. Ein bisschen Struktur sofort hier reinbekommen. Warte mal, jetzt. Die liegt ja sonst für immer hier, die vergesse ich doch. So. Also nee, doch, Joghurt sind weg. Wie ist der Orangensaft? Also manchmal ist es merkwürdig. Entweder sind die so lahmarschig mit dem Auffüllen. Weil manchmal ist es immer ratzfatz alles. Und hier ist aber voll. Also hat sich das auf jeden Fall gelohnt, dass ich vorab das Lager einmal schön gefüllt habe. Definitiv. So. Warte, komm, ordentlich. Perfektionismus, der kleine Monk. Ist sonst nicht glücklich. So, jetzt mal kurz gucken. Nee, wir gucken noch nicht. Ach, scheiß drauf. Ich stelle die jetzt einfach auf und dann können wir immer noch umräumen. Ist egal. Oh, Gott sei Dank. Das wollte ich nämlich als erstes wissen, ob hier 3 Stück hinpassen. So ist doch gut. Richtig gut. Dann brauchen wir noch einige Regale in der nächsten Zeit, aber da kann man ja immer mal zwischendurch eins kaufen. Da muss man, da hat man ja nur jetzt absolut keinen Stress, was das angeht. Was ist denn jetzt? So. Komisch, manchmal kannst du sie näher aneinander setzen. Manchmal, was ist denn jetzt? So. Ich finde es immer noch ein bisschen eng. Aber ich werde die Reihe auch nicht durchziehen, wie gesagt. Und dann geht das eigentlich. So, komm, wir gucken uns das einmal an. Wie ich das dann auch geplant hätte. Ich guck mal, was die Zeit sagt. Naja, das passt schon. Und ich glaube, so wie wir das Spiel bis jetzt spielen und wie ich es auch vorhabe, weiterzuspielen, glaube ich auch nicht, dass wir hier so viele Regale reinquetschen müssen. Ich werde ja das beibehalten, dass ich jetzt nicht auf Krampf super viele. Na. Super viele Produkte mit ins Programm aufnehme oder ins Sortiment. Das wird nicht passieren. Genauso nicht diese riesigen Dinge, die halt so viel Platz dann wegnehmen. Das mache ich ja nicht. So.
Ich find's gut. Zur Not könnte hier sogar auch noch eins hin. Also, auf jede Seite. Aber den Anfang jetzt hier ist doch richtig gut. Wir haben noch ordentlich Platz. Wir können dann die Reihe voll machen. Das wird natürlich hier nicht ganz passen. Dann werde ich gucken, dass ich 1, 2, 3, 4 und dann gucken von hier anfangen 1, 2, 3 wahrscheinlich. Oder, ja, weiß ich nicht. Weil es muss ja schon ein bisschen hier bündig an der Wand sein, finde ich. Keine Ahnung. Und dann würde ich nämlich... Also hier würde ich nichts hinstellen. Wahrscheinlich nicht. Es sei denn, ich finde noch irgendwie einen coolen Platz. Ich habe sogar eine Idee, was mir auch noch gefallen könnte. Ich glaube, das ist geil. Ich glaube, das ist geil. Dann können wir hier auch noch zumindest eins hinstellen. Für so ganz spezielle Dinge, vielleicht nur Gewürze oder irgendwie so. Dann hätten wir hier nochmal drei oder vier. Und dann auf der Höhe ist es ja. Ja, das passt. Das hier ist die Mitte. Auch nochmal, ja, auch zwei Reihen. Das würde dann so bis hier hingehen. Ist cool. Schön wäre es, wenn man diese Tür auch mal zumachen könnte zwischendurch. Aber das ist doch erstmal richtig schick. Es ist die Seite hier doch richtig schön erstmal sortiert und aufgeräumt. Als nächstes kommen dann auch noch Lampen. Aber ich glaube, das werde ich echt mal so für mich quasi machen. Sollen wir noch ein bisschen sortieren? Ja, ne? So, hier ist Toastbrot und das kann hier auch gerne bleiben. Müsli. So, hier würde ich das erste Mal was ändern. Und zwar, alles was gekühlt wird, kommt jetzt nämlich zusammen. Und irgendwie... Ach komm, ich mach's einfach so. Ist jetzt egal. Ach, da doch nicht. Da oben. Ist weg hier. Getränke hätte ich gern hier hinten. Ich weiß auch nicht warum. Hier die Getränke. Ja, ich hätte jetzt auch die Regale umstellen können, aber ist doch egal. Meditatives heißt es richtig. Ich sag ja, manchmal findet man auch nicht die richtigen Worte, gerade dann nicht in so einer Situation, wie wenn man hier spielt und zockt, ne? Und ich ja noch nicht 100% entspannt dabei bin. Aber es wird von Folge zu Folge besser. Mach mir da auch ehrlich gesagt nicht so einen Riesenkopf. So. Daneben würde ich dann die Säfte machen. Aber da sind wir jetzt gerade noch nicht. So, die gefrorenen Dinge könnte man... Die könnte man ja vielleicht hier so separieren. Aber da werden wir wahrscheinlich sogar mehr Platz für brauchen. Ich würde sagen, wir nehmen diese zwei Regale so vorab so ein bisschen als, ja, wie soll man sagen, die merken wir uns quasi dafür vor. Und die Pommes und so, wo waren die jetzt nochmal? Alter, alles ausverkauft? Ne, hier. Packen wir die dicksten Packungen nach unten. Wobei die sich ja eigentlich nichts nehmen. Ist ja auch egal. So, Pommes nach unten. Da drüber. So. Kann man ja zur Not immer noch alles mal ändern, aber das war zumindest erstmal ein bisschen Ordnung haben. Jetzt haben wir auch genug Platz, um schön entspannt noch andere Produkte mit reinzunehmen. Die Säfte, die würde ich schon gerne hier. Okay, jetzt würde ich es einmal so machen, weil das hier dauert mir dann doch zu lange. Ja. Das Regal hier hin. Ah, jetzt kriege ich es nicht mehr rein, oder? Doch, 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 da war's. So. Was haben wir hier eigentlich jetzt drin? Öl.
Also, Salz und Öle sind doch eigentlich ganz cool zusammen. Guck mal, die Eier müssen ja jetzt auch hier hin. Die packen wir dann jetzt erstmal hier drüber. So. Sehr schön. Das kann dann so bleiben, denke ich. Dass wir hier so Gewürze und so quasi. Da kommt ja vielleicht noch Pfeffer oder keine Ahnung, was es noch so gibt. Ich will mich da auch ein bisschen überraschen lassen und nicht jetzt immer so gucken. Aber die Lizenzen sind auch ganz schön teuer mittlerweile. So, dann hätten wir hier Toast, Kuchen, Müsli. So, und dann haben wir hier nämlich die Butter. Und die muss hier rein. Jetzt bräuchte man noch so ein kleines Produkt. Ich glaube, es gibt noch eine Sorte Butter später, oder? Und dann die Milch haben wir ja auch noch. Ja gut, dass wir hier gleich zwei Regale nebeneinander haben. Dann würde ich nämlich diese Reihe hier reservieren für noch so ein kleines Produkt. Und dann würde ich jetzt hier... Dann nehmen wir einmal das ganze Regal. Hier weitermachen mit... den Joghurts. Und falls nochmal Großes kommt, dann machen wir die mittleren Kartons hier hin. Und dann haben wir nämlich auch, wenn wir einmal das Lager auffüllen, dann hast du auch so viel auf Lager, dass du auch mal einen Tag halt das nicht machen musst. Dann ist es zwar relativ leergefegt und dann hast du wieder umso mehr Arbeit, aber man ist halt dann nicht gezwungen auf Krampf, weil man weiß, oh Gott, bis Ende des Tages reicht das alles nicht. Sollen wir das, weil das im Moment sonst auch gar kein Bild ergibt, machen wir einfach mal das Waschzeug hier hin, oder? Ich finde das irgendwie ganz cool. Keine Ahnung. Komm mal her. So. Der passt im Moment nicht rein, oder? Jetzt muss ich natürlich überlegen, wo das ist, aber das war hier, ne? Ja, es ist halt, wie gesagt, ein bisschen eng, aber es geht noch. Das stellen wir erstmal einfach hier hin. So. Komm, wir machen mal Licht an. Da sieht das Ganze trotzdem noch ein bisschen schöner aus. Oder auch nicht, weil es da hinten ziemlich finster ist. Aber ich muss da trotzdem mal ein Bildchen machen, weil... ich brauche ja auch irgendwas fürs Thumbnail. So. Ich finde es gut. Lampen würde ich echt mal, glaube ich, ganz alleine für mich machen, wenn ich Bock zu habe. Oder ich lasse die so und ja, flammen die mehr oder weniger einfach schnell hin. Wobei man ja, jetzt hätte man ja sogar die Möglichkeit, zumindest hier die Mitte zu finden, mehr oder weniger. Und hier zu sagen, ja, und dann mache ich hier auf die Höhe die Lampen oder so. Oder, nee, eigentlich wäre es hier gut, zwischen den, dass die... beide Seiten gleich viel Licht abbekommen. Also hier wäre ganz wichtig. Könnte man ja sogar zur Not diese hier so lange... Na, dann kann ich mich ja hier so hinstellen. Und dann ungefähr... noch ein bisschen zurück. So, dass du hier so eine Breite hast von, oder Regallänge oder wie auch immer. Ist immer noch nicht 100%, aber ich lasse das jetzt. Warte mal. So. Mal ein bisschen genauer gucken. Ja. Mein Gefühl sagt mir hier ungefähr. Ja, jetzt sehe ich es hier. Die muss jetzt aber dann doch noch mal ein Stück. So. Ah ja, das geht schon. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dann brauchen wir auch nur diese zwei Reihen. Und dann müsste man halt gucken, dass ich jetzt... vielleicht geht es ja von hier auch leichter. Zumindest hätte ich jetzt... den Punkt. Und jetzt muss ich...
relativ gerade. Ja, aber das geht halt nicht. Das wird nichts. Ich komme nicht ran jetzt. Oh Gott. Nee, das geht nicht. Das ist ein bisschen schade, dass hier halt nicht irgendwie eine Linie... Das, hier könnten sie gerne so flächenweise irgendwie einrasten oder... Dass wenn man sie auf einer Linie hat, dass es irgendwie angezeigt wird, das wäre schon cool. Ja, so sieht das aber ganz gut aus. Ne, so. So würde ich sagen. Dann ist es auch schön hell. Doch, bin ich sehr zufrieden mit. Machen wir das noch eben hier. Hier wird ja eh keine hinkommen. Machen wir die auch noch hier hin. Das wäre auf einer Höhe ungefähr. Jetzt noch hier gucken. Oh, relativ nah dran. Ey, Junge, ich werde aber auch bekloppt bei sowas, wirklich. Na. Jetzt müsste es optimal sein, jo. Passt. Ja, geil. Jetzt machen wir die zwei auch noch, dann ist dies hier erstmal fertig, der hintere Teil. Na? So. Noch ein ganz kleines Stück. Das täuscht vor allen Dingen. Hat auch so eine leichte Wölbung, ne? So Fischaugen-Optik hat das Spiel so ein bisschen. Keine Ahnung. Das reicht immer noch nicht ganz. Es sieht jetzt nämlich aus, als wäre hier der Abstand viel größer als zu der anderen da hinten. So. Dieses Gefummel. Schlimm, schlimm. So. Ein bisschen. Warte. Erstmal hier gucken. Oh, das passt aber. Das passt eigentlich, ne? Ganz kleines bisschen. Und. Jetzt ist es sogar in die richtige Richtung, hat sich's bewegt, ne? Das sieht gut aus. Also, ne? Dafür, dass man ja nichts hier angezeigt bekommt, ist es doch ziemlich geil so. Ich glaube, da mache ich jetzt nochmal einen neuen Screenshot. Das sieht ja viel besser so aus. So, dass man auch schön was sieht. So. Cool. Ja. Lager quasi abgeschlossen, kommt nichts mehr dazu. Ich finde das mit dem Computer hier richtig geil. Kommst rein, kannst sofort hier so hinlaufen oder wenn du von hier kommst, musst du hier nicht so um die Ecke, sondern kommst einfach direkt hier runter. Zack. Perfekt. Ich bin super zufrieden. Also, dann hat sich ja auch in der Folge ein bisschen was getan. Den machen wir mal. Ah, den hatte ich ja schon auf Öffnen. Hatte ich da schon. Okay, okay. Ja, Regale sind alle voll. Im Lager natürlich jetzt nicht. Da würde ich dann morgen, wo ich euch wieder mit dazu hole, oder ich mache manchmal zwei Folgen pro Tag. Ich habe so ein bisschen vorausproduziert, logischerweise, damit ich auch für den Fall, wenn ich was anderes Interessantes noch finde und spielen möchte, und da kommt auch bald was anderes noch, bin ich auch schon gespannt, ob das gut ist, ob das taugt und ob das ganz gut ankommt oder so. Müssen wir schauen. Ich hoffe, dass es nicht sofort so viele spielen. Bei dem Spiel war ich eben auch einfach ein bisschen zu spät, aber es hat sich nicht eher ergeben. Weil da hatten die meisten Leute eben schon, keine Ahnung, 10 Folgen draußen. Ist egal. Zum Reinkommen war es allemal gut. Ich bin super zufrieden. Mir gefällt das mit dem Laden hier auch ziemlich gut. Das mit den Kassen ist immer noch ideal, aber hier wird ja auch noch einiges passieren. Das wird auch jetzt so bleiben, bis die nächste Erweiterung kommt und dann wissen wir, ja, eigentlich muss es ja in die Richtung gehen, aber da es noch so viele Erweiterungen gibt, aber komischerweise, das Lager geht ja nicht noch größer, aber das geht mit Sicherheit auch in die Richtung. Kann man irgendwie erahnen, wie tief diese Häuser hier sind? Ja, eigentlich sind die nicht tiefer. Geht das doch über 2 Etagen vielleicht? War ja so meine Vermutung. Keine Ahnung. Werden wir dann sehen, was halt als nächstes dann kommt, ne? Wenn wir... Und das dauert jetzt auf jeden Fall, aber das eilt jetzt auch nicht.
11.000. So, das heißt, für uns in den nächsten Tagen wird wahrscheinlich auch mal eine Folge sein, wo wir wieder so hauptsächlich ein bisschen kassieren, bisschen die Preise dann vielleicht auch mal kontrollieren. Obwohl, nee, das habe ich ja gesagt, lasse ich raus. Ja, lasse ich auch raus. Aber dann kommt mal noch hier eine Truhe dazu oder hier noch zwei Regale. Dann auf eine Lizenz sparen, tun wir auf jeden Fall auch noch. Und dann hatte ich ja immer noch im Hinterkopf, dass wir noch eine dritte Müsli-Sorte haben, wo ich im Moment halt noch nicht so richtig weiß. Ich fände es geil, wenn wir irgendwann vier Sorten haben, dann machen wir hier komplette Müsli-Abteilung. Und wenn dann irgendwie noch zwei Kuchen dazukommen, können wir hier eine komplette Wand irgendwie mit Kuchen machen. Das wird schon alles. So, das soll es dann aber jetzt für heute auch gewesen sein. So. Es ist morgen, wir sparen mal den Strom. So, dann würde ich sagen, bis morgen. Freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und dann würde ich sagen, bis dann, macht's gut und ciao.